Erstens, wie spricht man deinen Nachnamen aus? Sag du erst, wo ich den aussprechen würde. Negroni. Es hat sich schon gut angehört. Ein bisschen zu viel I beim E. Negroni heißt es einfach nur. Negroni. Genau. Okay, Daniele Negroni. Richtig. Haben wir im Interview heute. Ist Sänger, du bist, also wir fangen ganz kurz an bei deiner Kindheit. Du bist von, ich habe gelesen, du bist von Italien nach Deutschland umgezogen. Hattest eigentlich keinen Kontakt so zu deinem Vater eigentlich. Magst du was dazu sagen? Immer noch so. Immer noch so. Zum Glück. Zum Glück oder manchmal, ich hätte gern mal. Hey, man sagt ja immer, es gibt so ein paar Themen, die bespricht man eigentlich lieber mit seinem Dad als mit seiner Mom. Aber bei mir war das nie der Fall, deswegen ich bin mutterfixiert. Von daher, ich bin echt entspannt, was das betrifft. Seit der Schule, also wir gehen weiter, seit der Schulzeit hast du dann eigentlich, also das Talent fürs Singen entwickelt, hast du eine Schulband gespielt mit deinem Bruder, wie ist dazu gekommen, was hast du gemacht? Das war Zufall. Wir hatten die erste Musikstunde mit damals die Frau war das und die hat auch die Schulband geleitet und die Frau wollte, dass wir was singen und dann haben wir halt gesagt, okay, und dann hat jeder einen Part gesungen und dann habe ich gesungen und die kam sie zu mir danach nach der Stunde und hat gemeint, ob ich nicht Lust hätte, in die Schulband zu kommen und habe gesagt, komm, ich probiere das einfach mal aus und dann habe ich am Donnerstagnachmittag war das immer, bin ich zur Schulband gegangen und habe dort I'm Sailing von Rod Stewart gesungen und seit dem Tag war ich Solosänger in der Schulband. Okay, aber dein Bruder war immer dabei eigentlich. Immer dabei, ja. Der war immer mit in der Band. Und der war auch Mitsänger, also teilweise auch seine Einzelpassagen gehabt. Der singt ja auch, ganze Family singt so ein bisschen, meine Mom ja auch. Aber mit meinem Bruder ist das so entstanden, ja. Ich habe dann gelesen, nach der Schule hast du dann das Gefühl gehabt, ich möchte mich bei der SDS bewerben. 2012 war das. Und irgendwas war da mit der Lehre. Du hast irgendwie Koch gemacht, oder? Und dann hat dein Chef gemeint, entweder du machst die SDS oder du bleibst bei mir. Du hast aber gesagt, Das war eine witzige Situation, weil ich bin zu DSDS gegangen und da war er noch voll dafür und hat gesagt, mach das, wir unterstützen dich, alles cool. Dann war ich dort, bin dann auch wirklich weitergekommen, habe ich am Anfang nicht erwartet. Und ja, dann bin ich zu dem offiziellen Casting und dann habe ich dort auch noch den gelben Zettel für den Recall bekommen und dann bin ich zurück in die Arbeit und habe denen das halt versucht zu erklären und dann hieß es halt entweder oder und ich habe halt das oder genommen. Hat sich aber gelohnt. Ja, du bist Zweiter geworden. Du bist Zweiter geworden, bist dann eben weitergegangen. Hast dein Debütalbum Crazy rausgebracht, das dann ja Gold hatte für Deutschland und Österreich. Und dann bist du nur für ein Echo nominiert worden. Was? Ja, das war die Härte. Also ich meine, 16 Jahre alt, man kennt den Echo immer aus dem Fernsehen, man weiß, boah, krass, wenn man da oben steht, dann hat er schon was zu sagen. Wenn man alleine die Nominierung dafür ist schon einfach, das war, als ich das gelesen habe, ich konnte es erst nicht glauben, habe dann noch mein Management angerufen, gefragt, ob das ein Fehler ist auf der Seite. Na, dann mein Management halt eben nachgefragt, mein damaliges, und dann haben sie es mir bestätigt, dass ich nicht nur einmal nominiert bin, sondern auch gleich noch doppelt. Ich habe ihn nicht gewonnen oder so, aber ich saß mit den, glaube ich, größten Musikern in einem Raum und es war einfach, das war Gänsehaut pur. Sehr cool. Aber du hast nicht immer daheim gewohnt eigentlich. Du hast schon einmal in einem Heim gewohnt, laut Wikipedia. Ja, also vor DSS habe ich in einem Heim gelebt, weil ich hatte viel Ärger mit meiner Mom, viel Stress und dann haben wir halt gesagt, ja, ich gehe, es war halt auch kein richtiges Heim, sondern ein betreutes Wohnen. Und das ist quasi wie eine Wohngemeinschaft mit Aufpassern, weil ich halt noch minderjährig war. Und dann habe ich durch meinen Aufpasser eben das offene Casting von DSDS entdeckt. In Regensburg war das und bin mit ihm auch dann damals dorthin gegangen und dann auch weitergekommen und so ist das dann ins Laufen gekommen. Dann ging ja die Karriere weiter. Du hast ja nebenbei, auch wenn du nur nominiert wurdest, viele Fans dazu gewonnen. Es wurde sogar, du hast viele Hallen gefüllt. Es wurden sogar Autogrammstunden abgebrochen, weil du nicht weitermachen konntest. Ja, ich werde das nie vergessen. Auch ich war in Wien, glaube ich, war das, in der Lubna City, glaube ich. Lubna City, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, und die Autogrammstunde, das war nicht normal. Ich kam da rein und dann stehen da einfach 5000 Menschen. Die sind ausgerastet und ich wusste gar nicht warum, weil bis dato hatte ich noch gar nichts veröffentlicht. Und es war einfach mein erster Auftritt in Österreich allgemein und dann 10 Minuten später kamen die Securities und haben gesagt, wir müssen aufhören. Weil die Kiddies sind alle umgefallen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich stand nur da. Erst dachte ich, die denken sich alle, der Typ ist gar nicht so hübsch. Und haben dann geweint aus Frust, weißt du? Nee, aber war eine witzige und sehr, 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 sehr erfahrungsreiche Zeit. Was war das für ein Moment, wenn du da hörst, ich muss jetzt gehen, aber die weinen alle?
Ja, ich habe mich natürlich versucht, in Erklärungen wiederzufinden, auch auf meinen Seiten und so. Natürlich waren dann auch sehr, sehr viele, die dort waren, mega angefressen, dass ich, aber ich kann ja nichts dafür. Es geht ja immer noch um die Sicherheit und die gibt mir halt vor. Und wenn mir die Securities kommen und sagen, ey, es geht wirklich gar nicht mehr, dann muss man es halt auch lassen. Und da waren wirklich viele Securities vor Ort. Und wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, dann hat das schon was zu sagen. 2017 hat er dann angefangen, hast du mit Start Over, den Produzenten, hast du Songs gemacht. Das ist ja der Produzent von K1, Leon Mascher und Schade. Start Over waren wir. Start Over waren wir, krassester Produzent, kann ich nur empfehlen. Der Typ ist einfach nicht normal. Ich meine, man sieht es ja jetzt gerade, ich glaube, der hat gerade den Hype überhaupt, jeder will mit ihm arbeiten. Senorita gemacht, Louis Louis von K1, der hat ja wirklich das komplette Album vom K, der Typ ist einfach krank. Man sieht es ja an Katja zum Beispiel, der hat ja dicke Lippen. Super Song. Feier ich. Wenn der im Club läuft, Hammer. Kannst du auch singen? Selina? Okay. Dann 2018, was ich nur wissen wollte, genau, 2018 warst du beim Dschungelcamp dann. Das ist richtig. Genau, und bist mit einer goldenen Klobrille eingezogen. Ja. Warum eine goldene Klobrille? Was hat. Weil ich die Hoffnung hatte, dass die auf die Toilette passt. Hat sie aber nicht. Die Klobrille war zu groß für die kleine Toilette, für dieses kleine, was auch immer das war. Das war ja keine Toilette, das war Körperverletzung. Das war wirklich Körper, das war aus, Mann, richtig ekelhaft. Aber es hat einfach nicht drauf gepasst, sonst wäre die nämlich Gold wert gewesen. Wer hat sie da übergeben? Wie meinst du? Ja, wer, du, es hat sie ja da eine, jemand überreicht, in einem Club oder so war das. Das war ja bei Janie. Warte. Wo war der? Bitte? Wo war der? Der Club? Ja. In Wien. In Wien? Ja, Club Schwarzenberg heißt der. Produktplatzierung. War da dabei? Die Selena. Die Selena Gomez. So, du bist aber dann mit dem Titel Dschungelprinz rausgegangen. Ja, das ist halt das Problem, wenn du einfach nicht mehr schaffst, als Zweiter zu werden. Das fällt mir schon auf. Jetzt alle guten Dinge sind drei, jetzt muss eine neue Fernsehsendung her und dann werde ich wieder Zweiter wetten. Naja, du hast viel erreicht, du bist bei Aaron Einikämmen. Im Fußballclub. Der Herr. Ich hab das so geil gefunden, weil das Video ist ja, ihr habt mir dann auf die vorbereitet so. Und dann hab mir gedacht, was kann die fragen? Und dann siege die bei Hey Aaron auf diesem Fußballplatz mit Pedro Lombardi. Und das war aber so witzig, das hat mir einen Lachkick gegeben. Ja, der Aaron, ich bin mit dem Aaron wirklich gut. Aaron ist meines Erachtens nach einer der geilsten YouTuber. Also wirklich, der Typ ist mega witzig, super spontan und hat meinen größten Respekt. Und er macht halt gerne seine Scherzchen. Damit kann ich leben. Was willst du noch machen? Was willst du noch erreichen? Immer ein neuer Song? Was steht denn an? Mein viertes Album veröffentlichen, komplett auf Deutsch. Dann meine Musikvideos alle abdrehen. Heute geht's weiter hier in Innsbruck. Und ansonsten Auftritte, Auftritte, Auftritte. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal eine Einladung zu einem wunderschönen Essen von Selina bekomme. Auf Sache noch. In Tirol gibt's ein Wort. Was kannst du? Ohrkatzelschwurf. Ohrkatzelschwurf. Wow! Fast Abschluss. Danke dir. Paradeisersuppen. Was? Paradeisersuppen. Hast du ihm das beigebracht? Kennst du schon, oder? Ha? Aber du kennst Paradeisersuppen. Paradeisersuppen, Tomatensuppe. Ich schwöre. Paradeiser. Ach so, ja, stimmt. Ja. Paradeisersuppen. Ich kenne dich ja. So, hab ich euch auch. Lass ein Like da. Lass ein Like da. Abonnieren, liken und Römerquell. Produktplatzierung. Jetzt musst du halt unten drunter Hashtag Werbung mit Produktplatzierung. Nicht bezahlt. Unbezahlte Werbung, ja. Ich kann YouTube darum bitten. Ha? Janik, wie viel hast du dabei? Ja, Karte. Kannst du Bankomat? Hast du Bankomat? Ja. Ah, wow. Ich hab meine American Express.